Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer frisch komponierten Ausgabe. Nee, frisch komponierte Ausgabe macht keinen Sinn. Zu einer druckfrischen Ausgabe eures Lieblingspodcasts, nämlich dem Synapsensalat. Auch heute wieder mit der bezaubernden, grinsenden Katharina und dem komplett müden und völlig platten Philipp heute. Ich wollte gerade sagen, also erstmal hallo Leute, wir haben gerade schon mal kurz angefangen, aber ja. Philipp ist heute nicht gut drauf. Nee, wir mussten das wird heute nichts. Wir mussten nach 2 Minuten 51 neu starten, weil ich eben einen auf gut Deutsch Kack geredet habe. Also noch mehr Kack als sowieso schon. Also wenn ihr euch das angehört hättet, ne, ihr hättet nach diesen 2 Minuten 50 hättet ihr den Podcast ausgemacht und gesagt, so, das war's. Es deswegen ging um Rasenmähen, um Regen, um Wetter, um... Also die ganzen wichtigen Dinge, über die man halt so über 30 spricht. Ja. Das Wetter, den Rasen im Garten. Ja. Also das hatten wir alles abgefrühstückt, aber das ist jetzt nicht mehr in diesem Podcast drin. Also falls ihr jetzt darauf brennt, das zu hören, habt ihr leider Pech gehabt. Deswegen erzähle ich lieber von meinen spannenden Stories, die ich heute erlebt habe. Ich war heute beim Friseur. Ja, pass auf, der Friseur war ja erst danach. Ich war heute Morgen, war ich erstmal im Fitnessstudio und habe einen Kurs belegt. Beziehungsweise ich habe einen Kurs mitgemacht. Ich war jetzt ja schon ewig nicht mehr im Fitnessstudio, weil ich ja im Moment so Personal Training mache hier zu Hause. Und ja, und bin aber trotzdem die ganze Zeit noch im Fitnessstudio angemeldet und dachte mir, Mensch, da musst du ja wenigstens auch mal hingehen. Und heute dachte ich mir, komm, gehst du mal hin. Insbesondere, weil da ja auch Kurse angeboten werden. Und ich dachte mir, komm, so einen Kurs kannst du ja hin und wieder auch noch mal so reinschieben. Aber das Dumme ist halt auch, man kann die Kurse nur... Also den Kursplan nur sehen, wenn man vor Ort ist. Das ist sowas von rückschrittlich. Warst du da nicht mal in irgendeiner WhatsApp-Gruppe? Nein. Ja, WhatsApp-Gruppen gibt es nur von den einzelnen Kursen. Ach so. Aber es ist halt total nervig, theoretisch müsste ich jeden Montag ins Fitnessstudio fahren, um zu gucken, ja, was für Kurse die Woche sind. Das ist ja, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja kein richtiges Fitnessstudio, ne? Naja, wie auch immer. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Auf jeden Fall bin ich da hin und dachte, ich mache ein bisschen Sport, einfach ganz normal. Guck dann halt auf den Kursplan und habe gesehen, ach, in genau 15 Minuten beginnt ein Kurs. Und den habe ich einfach mal mitgemacht, weil ich mir dachte, komm, wenn, ne, kannst du einfach mal jetzt rein. Wenn du da bist, ne? Und ja, da war ein Trainer und ich sag mal so, ich habe mich sehr amüsiert, weil wir haben wie nennt sich das jetzt nochmal? Faszientraining gemacht. Und er ist halt, hat das dann so vorgemacht und ist über diese Faszien drüber, also mit der Rolle über seine Faszien drüber gerollt und hat die ganze Zeit dabei gestöhnt. Aber auf eine Art und Weise, wo es mir schon ein wenig unangenehm war, sagen wir es mal so, wie es ist. Es war... Kannst du es mal vormachen? Nee, das möchte ich jetzt eben nicht vormachen. Ja, aber das kann sich doch jetzt keiner vorstellen, wie der denn gestöhnt hat. Weil ein Stöhnen, was dir unangenehm ist, können die Leute ja nicht wissen, welches Stöhnen dir unangenehm ist. Ein etwas sexuelles Stöhnen. Oh. Und dabei immer noch so, ah geil, oh, das fühlt sich so gut an. Also ganz ehrlich, hätte man das jetzt, wenn das jetzt nur ein Audio gewesen wäre von diesem Kurs, dann hätte man meinen können, das wäre vielleicht kein Sportkurs gewesen, sondern eher ein Pornodreh. Also das war sehr amüsant. Aber der Kurs war trotzdem gut und der Trainer war auch nett und so, war alles gut. Aber was der so teilweise von sich gegeben hat, da dachte ich so, Junge, Junge. Ja, das war mein Morgen, sehr amüsant. Und dann war ich gerade noch beim Friseur. Schön. Aber man sieht keinen Unterschied, weil ich habe jetzt nichts Besonderes machen lassen. Nur ein bisschen Spitzen schneiden. Also das war mein Tag. Ja, ich stehe die Woche wie immer sehr früh auf und habe diese Woche eine sehr anstrengende Woche. Dementsprechend bin ich auch tierisch im Eimer und wir wollten gestern eigentlich schon aufnehmen. Und gestern hat es dann auch nicht funktioniert. Gestern war Philipp auch schon zickig. Immer wenn der so eine anstrengende Woche hat, wird der richtig zickig. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir morgen. Wenn du nach 13 Stunden dann hier sitzt und noch Friede, Freude, Liebelei einen schönen Podcast hier einsingen sollst. Einsingen. Ne, das ist bei so einer Woche ist das echt eine Herausforderung, bin ich offen und ehrlich. Also seht es mir nach, wenn heute vielleicht das ein oder andere, bevor in den Kommentaren hinterher wieder steht, ne? Also ihr wisst, was ich meine.
Philipp wird auf jeden Fall heute ein bisschen zickig. Philipp, nee, zickig nicht. Doch, aber zickig. Ich fahre gerade so auf, in Batterieprozent bin ich so bei 100 sind 100, ne, und ich bin so bei 25% aktuell gerade. Also ich könnte jetzt auch schlafen, so ist, das ist der aktuelle Stand der Dinge. So, okay. Sollen wir einfach in die, hast du noch was super Spannendes zu erzählen, oder? Nein. Okay. Ich denke nicht. Wir können gerne mit der ersten Kategorie starten. Dann lass uns doch einfach heute mal frisch, fröhlich, fromm und reinstarten. Ja, ich wollte jetzt, mir ist das letzte Wort, ich habe es gerade noch abbremsen können, bevor es rausgerutscht ist. Ja, okay, los geht's. Wow, oder ciao. Wow, oder ciao. Ja, unsere Kategorie, wo wir euch etwas Tolles vorstellen oder etwas, was uns gar nicht gut gefallen hat. Oder, um in Katis Vokabular zu bleiben, eine Empfehlung oder eine Entfehlung. Du darfst das jetzt sagen. Ich habe es jetzt extra nicht gesagt, weil ich immer einen drüber kriege, wenn ich das sage. Ja, hier geht es um was Tolles oder was nicht so Tolles. Ne? Ja, so, womit möchtest du, hast du was und was, womit möchtest du starten? Möchtest du starten? Nee, starte ruhig. Ich bin heute hier der passive Part. Weil okay. Du hast ja auch, haben wir auch noch gar nicht gesagt, müssen wir eigentlich auch nicht, aber Gati hat in Ermangelung meiner Zeit diese Woche den Podcast vorbereitet. Deswegen weiß ich auch nicht, was kommt. Ganz kurzer Einwand, könntest du das Mikrofon ein bisschen näher an deinen Mund machen? Nee. Weil ich sehe in dem Ausschlag am Laptop, dass deine Stimme wesentlich leiser ist als meine. Dankeschön. Du bist genauso weit weg von dem Mikro. Aber ich habe ein lauteres Organ heute, weil ich nicht müde bin. Ja, aber das ist genau eigentlich auch doof, weil mir ist im letzten Podcast aufgefallen, dass wir so ein bisschen Hall haben. Ja. So, wir beginnen mit unserem, also nee, meinem Wow, aber vielleicht auch Philipps, ich weiß es nicht. Und zwar hatten wir Besuch von meinem Bruder und meiner Nichte und wir waren in Bonn in einem Escape Room. Und das war jetzt das zweite Mal, wo wir auch zusammen in einem Escape Room waren. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, da kommt man in so einen Raum, dann muss man so Rätsel lösen und halt irgendwie Sachen finden und so weiter. Und Leute, das macht so Spaß. Ich finde, das macht richtig Laune. Und was ich auch so cool daran finde, ist, dass das echt was für groß und klein ist, also für jung und alt. Da meine Nichte ist 13, die hatte da Spaß dran. Mein Bruder ist über 40 und hatte da Spaß dran. Wir hatten da Spaß dran und ich finde, das ist echt... Ja, also damit will ich nur sagen, dass es echt cool ist, dass man das so mit der Familie machen kann, mit Freunden machen kann. Und deswegen kann ich das sehr empfehlen, mal so ein Escape Room auszuprobieren. Wenn ihr auch sowas in der Nähe irgendwo in der Stadt habt, müsst ihr einfach mal googeln. Das macht richtig Laune, oder? Ja, da gehe ich mit. Das war jetzt für uns auch, ich muss das Mikro ja dichter an meinen Mund machen, deswegen bin ich hier auch gerade schon wieder gegengeknallt. Für uns war es auch der zweite Besuch in einem Escape Room. Wir haben das schon mal mit Freunden gemacht. Und... der war schon cool, aber nicht so. Also ich muss sagen, jetzt der in Bonn hat mir deutlich besser gefallen. Beim ersten waren wir in Köln. Auch in Bonn. Ja, war das auch in Bonn? Das war auch in Bonn. Nicht in Köln? Ja, das war aber ein anderer Anbieter. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ja, es gibt auf jeden Fall Unterschiede, das stimmt. Also die zwei, die wir jetzt gemacht haben, der eine war cool, hat auch Spaß gemacht. Aber der, den wir jetzt waren, der war noch besser. War aber auch teurer, muss man auch dazu sagen. Also günstig war das Ganze nicht. Ich glaube 35 Euro pro Person. Man ist ungefähr eine Stunde da drin. Deswegen, das ist jetzt nicht günstig, aber es macht wirklich Bock. Und man tut richtig schön was für einen Gehirnschmalz. Ne? Weil wer jetzt denkt so, ja okay, der Raum ist ab 12. Ne? Also wir sind trotzdem da gut ins Schwitzen gekommen bei dem ein oder anderen Rätsel und auch bei der ein oder anderen Suche nach irgendwas. Die Sachen sind schon sehr, sehr, sehr gut gemacht und ist wirklich was, wo du jetzt an einem verregneten Samstag einfach mal sagen kannst, okay. Stimmt, das ist auch ein Pluspunkt, das ist wetterunabhängig. Ja, kann man machen. Auf jeden Fall schließe ich mich an, war auch mein Wow der Woche. Hast du auch ein Schau der Woche? Nein. Also ja, aber ich wollte es dir überlassen, weil es ist eigentlich auch unser gemeinsamer Ciao. Das hast du mir sogar schon gesagt, dass das dein Ciao der Woche ist. Hast du vergessen? Habe ich vergessen. Ja, ich bin die Woche wirklich. Kleiner Tipp, haben wir auch mit meinem Bruder und meiner Nichte geguckt. Da läuten die Glocken wieder. Im Rahmen der Abendgestaltung gedachten wir, ob der Tatsache, dass es vielleicht ganz nett wäre, einen Film noch zu gucken. Kurz zum Hintergrund, Katis Bruder und Katis Nichte kamen erst relativ spät abends, so um 8:30, dann haben wir was gegessen und dann, ja, wollten wir noch nicht so richtig ins Bett. Was machst du?
guckst den Film. Ne? Brauchst dann irgendwas, was für eine 13-Jährige geeignet ist und dachten uns, ach ja Mensch, guckst du Prime, haust du rein mit Wonka. Und ich muss sagen, also Charlie und die Schokoladenfabrik war ein super geiler Film mit Johnny Depp oder ist ein super guter Film. Wonka ist so eine Mischung aus Musical, Drama, Theater und Komödie vielleicht, ja. Und Wonka ist für mich oder für uns persönlich, ich kann auch für deinen Bruder und deine Nichte sprechen, weil wir waren alle der gleichen Meinung. Dieser Film ist zwar bildgewaltig, von der Story her aber komplett schwach und vom Unterhaltungswert her, dadurch, dass in der deutschen Übersetzung die Synchronisierung nicht synchron ist, sondern wenn da irgendwas gesagt wird oder gerade wenn gesungen wird, dann sind die Lippenbewegungen einfach, dann fängt der schon an zu singen, der Synchron oder die Synchronsprecherin, und der Schauspieler bewegt aber noch gar nicht den Mund. Wo du dir so denkst, ey Leute, das muss euch doch auffallen. Ja. Das war ein Kinofilm, so. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie low budget irgendwo hier in Deutschland im Harz gedreht wurde. Sondern das ist ja Hollywood, ne? Ja, ja. Und Leute, die für Hollywood-Filme Synchronsprecher machen, die sind ja auch auf diesem Niveau und müssen das eigentlich können. Tja. Ich meine, vielleicht ging es auch nicht anders. So, und dann, aber darum geht es gar nicht. Also, das war auch so ein Punkt, aber dieses deutsche Gesinge in diesem Film. Es ging gar nicht so unbedingt, also dass da jetzt gesungen wird im Film, ja, muss man halt mögen. War auch nicht gut. Ne? Aber der Gesang war auch so unfassbar scheiße. Absolut beschissen. Oh mein Gott. Die Texte waren absolut beschissen. Weil die Lieder waren auch scheiße. Meine ich ja, weil die wahrscheinlich im englischen Original sind die bestimmt richtig cool. Aber so jetzt im Deutschen. Ja, also ich war auch echt enttäuscht von dem Film, besonders weil ich halt sehr viel Gutes über den Film gehört habe. Wir alle, also ich weiß nicht, ob du, aber auch mein Bruder, meine Nichte, die meinten auch so, ja, alle finden den Film irgendwie voll gut und deswegen haben wir den mal gekauft sogar für 5 Euro auf 4 Prime. 4,99 €. Ja, und nee, aber das war eine herbe Enttäuschung, der Film. Ich bin eigentlich ein Fan von Timothée Chalamet, ja, den Newton, der ist mit Kylie Jenner übrigens zusammen. Ja, wem auch immer. Kurzer Nebenfakt. Ja, bin ich eigentlich ein Fan von, mag die Filme mit dem sehr gern normalerweise, aber das war, den haben wir auch wirklich mit ganz großer Mühe nur durchgeguckt. Und am Ende hast du echt gedacht, du bist jetzt aufgewacht aus so einem Fiebertraum, weil es irgendwie einfach so seltsam war. Also schöne Bilder, gute Besetzung, keine Frage. Auch wie gesagt, starke Bilder, ne? Geile Kostüme und so, alles tipptopp. Bestimmt auch guter Regisseur gewesen, aber diese deutsche Übersetzung primär haut einfach alles kaputt. Jo. Also wirklich komplett. Also unser Ciao der Woche. Ja. Jetzt mal Butter bei die Fische. Uns hat eine E-Mail erreicht und zwar von Samira. Sie hat geschrieben: Hallo ihr zwei, ich liebe euren Videopodcast und möchte gerne meinen Beitrag leisten. Die Story hat in meinem Umfeld für viele Diskussionen gesorgt, vielleicht auch bei euch. Background: Ich habe starkes Asthma und habe darum vor allem bei Erkältungen große Probleme. Dies war nun auch vor 2 Wochen der Fall und da meine regulären Medikamente nicht mehr ausreichten, ging ich schließlich zu meiner Hausärztin. Sie ist seit etwa 2 Jahren neu in der Praxis und kennt mich bereits. Sie nahm meine Beschwerden sehr ernst und verschrieb mir sofort 2 Asthma-Sprays, Cortison-Tabletten, 2 verschiedene Hustentropfen und noch irgendwelche Brausetabletten. All das sollte ich 10 Tage lang nehmen. Gesagt, getan. Während den nächsten Tagen ging ich durch die Hölle. Ich konnte kaum atmen, so schlimm, dass ich weder sprechen noch gehen konnte. Ich hatte ständig Atemnot und Panik. Trotzdem hielt ich durch, da ich ja jetzt diese Medikamente bekommen hatte, die ja helfen sollten. Nach einer Woche hielt ich die Packung der Hustentropfen in der Hand, als mir das Wort Codein auffiel. Das verwirrte mich. Codein darf ich doch wegen dem Asthma gar nicht zu mir nehmen. Ich beginne also eine intensive Google-Recherche. Und tatsächlich, Codein darf nicht bei einem Asthmatiker verwendet werden aufgrund seiner dämpfenden Wirkung auf die Atmung. Je nach Empfindlichkeit des Patienten ist der Stoff hochgefährlich oder tödlich. Meine Ärztin hat mir also ein Medikament verschrieben, durch das ich tagelang panische Angst und Leiden hatte und mich zusätzlich über keines der Medikamente informiert. Das Erlebnis hat zu einigen Diskussionen über die Pharmaindustrie, das blinde Vertrauen zu Ärzten und Hausärzten versus Spezialisten
Westen geführt. Diese Thematik ist sehr breit und ich stelle hier keine direkte Frage. Die Story wollte ich trotzdem erzählen. Vielleicht sorgt sie für Gesprächsstoff. Liebe Grüße aus Zürich, eure Samira. Ja, Samira. Wow. Ne? Wow, wow, wow. Ja, erst einmal tut es mir auf jeden Fall, also uns sehr leid, dass dir sowas widerfahren ist. Also das ist unter aller Sau, kann man auch wieder nicht anders sagen. Ne? Das sind es aber... sorry, aber es ist trotzdem wirklich schwierig. Das sind wieder Dinge, verstehe ich nicht. Wenn man wegen einem Asthma-Leiden oder unter anderem mit dem Hintergrund Asthma zum Arzt geht, aus welchem Grund auch immer, oder zur Ärztin, ihr wisst ja, wie das hier mit der Generale. Und du bist Asthmatikerin in dem Fall und bekommst ein Mittel, nicht gegen Asthma, sondern gegen eine andere Beschwerde, welches Codein enthält. Da musst du doch eigentlich in der Theorie als Ärztin auf dem Schirm haben, ja klar, kann ich kein atmungsdämpfendes Mittel verabreichen an jemanden, der Asthmatiker ist. Ja, das ist ja das Problem an ja, der Geschichte. Aber da frage ich mich so, liegt das an irgendwie der fehlenden Individualität des Patienten, dass man jetzt als Arzt oder Ärztin nicht die Zeit hat, sich vorher vernünftig in so eine Akte einzulesen über die Patientin und deswegen sowas passiert? Oder liegt es einfach daran, dass man mal einen schlechten Tag hatte und irgendwie nicht aufgepasst hat? Aber wenn da jemand 2 Jahre zur gleichen Ärztin geht und da ja bestimmt auch öfter mal das Thema Asthma der Fall gewesen ist, wegen irgendwelchen Sprays oder so, da muss ich doch auf der Glocke haben hier oben, da muss doch irgendwo was klingeln, dass ich der Patientin dann kein Codein verschreibe. Ja, ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Also klar, wenn man jetzt in die Apotheke geht, wo man sonst nie ist und die wissen nichts über einen und dann bekommt man irgendwas verschrieben und die wissen das vielleicht gar nicht so richtig oder man hat es nicht erwähnt. Oder es gibt natürlich auch immer noch menschliches Versagen. Auch Ärzte sind Menschen. Ne? Also da kann natürlich auch mal was schief gehen. Ist natürlich super blöd und auch sehr gefährlich, gerade in dem Job. Aber gibt es ja nun mal, ne? Aber gerade, sie hatte ja, glaube ich, geschrieben, sie war bei der Hausärztin, sie ja häufig schon war, und die hat das verschrieben, ne? Oder? Ja, ich weiß darum geht es ja gerade. Und deswegen, das finde ich dann halt schon. Der die Patientin kennt, dann vielleicht aufgrund eines schlechten Tages oder kurzzeitiger Verwirrung, wie auch immer, dass sowas dann passiert und dass daraus ja Folgeschäden entstehen können, die halt sehr dramatisch enden können. Ja. Ja, also das ist wirklich ein großes Thema, so generell Ärzte und wie unterschiedlich auch teilweise die Meinungen sind. Ich habe das ja auch an mir selber schon jetzt bemerkt. Letztes Jahr bin ich vom Pferd gefallen und habe mir eine Radiusköpfchenfraktur geholt. Das heißt, ich habe mir das Ellenbogengelenk letztendlich gebrochen. Und da wurde mir von 3 unterschiedlichen Ärzten gesagt, dass ich meinen Arm nie wieder gerade machen kann. Und wie man sieht, ich kann meine Arme wieder gerade machen und der Einzige, der mir das wirklich gesagt hat, ist ein bekannter Physiotherapeut letztendlich, der meinte so, nee, das wird schon wieder. Das war der Einzige, der das auch irgendwie so positiv dann mal gesagt hat. Alle anderen meinten so, ja, nee, also das tut uns leid, aber wahrscheinlich müssen sie damit leben. Also es wird irgendwann nicht mehr schmerzen, aber den Arm werden sie nie wieder gerade machen können. Das sind halt auch so krasse Aussagen, einfach die einen als Patient, wenn man auch Laie ist und sowas halt ja noch nie hatte oder so, dann ja auch total verunsichern. Und das finde ich ist auch echt ein No-Go und hat mich auch ziemlich sauer gestimmt, muss ich sagen. Also ich kann das schon sehr gut verstehen, dass, dass man da einfach Zweifel hat manchmal, wenn man zum Arzt geht. Mhm. Das fängt dann schon beim Tierarzt an. Auch das hatte ich jetzt erst wieder. Ich bin mit Milo beim Tierarzt gewesen. Der Tierarzt hat sich den Hund noch nicht mal angeguckt. Habe ich mich auch unfassbar aufgeregt. Ich bin dahin, weil Milo nämlich plötzlich angefangen hat zu schnarchen, was er vorher halt nie gemacht hat. Schnarchen klingt jetzt ja erstmal harmlos. Ist es vielleicht auch, wissen wir nicht. Aber es ist halt sehr auffällig, weil er es vorher nie gemacht hat. Und man weiß ja nie, vielleicht hat er was in der Nase, vielleicht hat er irgendwie einen Infekt oder weiß der Geier. Deswegen bin ich zum Tierarzt. Und der Tierarzt ist reingekommen, hat sich in die Ecke gestellt, hat gesagt, schnarchen? Der Hund ist 14. Das ist halt so. Da kann man nichts ändern. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Was wollen Sie jetzt von mir? So nach dem Motto. Und ich so, yo. Noch nicht mal irgendwie untersucht. Mal wenigstens
abgehört oder was? Ja, also da könnte ich mich auch stundenlang drüber aufregen, was für Unterschiede es einfach bei Ärzten und generell so in der ganzen Medizin gibt. So viele verschiedene Meinungen und da den Durchblick zu haben, ist echt schwer. Hast du nicht? Ich war vor Jahren mal wegen Rückenschmerzen beim Arzt und dann sagt man mir, ja, Sie haben eine schiefe Wirbelsäule. Müssen Sie mal röntgen lassen. Ich glaube, es war Röntgen. Nagelt mich nicht drauf fest, kann auch ein MRT gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr, ist zu lange her. Auf jeden Fall bin ich dann zum Spezialisten, habe so eine ein Bildgebungsverfahren durchlaufen, welches auch immer das jetzt war. Und dann sagt der Spezialist hinterher zu mir, Sie haben die geradeste Wirbelsäule, die man haben kann. Na gut, eine Wirbelsäule darf aber auch nicht gerade sein. Ja, aber die gesündeste ever, weiß, ne? Also wunderbares Traumstück einer Wirbelsäule. Ne? Hättest du so aus Holz nachzimmern können. Mhm. So, ich wieder natürlich mit den Bildern zu dem Arzt, zu dem anderen Arzt hin. Ich so, da, Wirbelsäule gerade, Rückenschmerzen kommen nicht daher. Ja, letzten Endes war es eine muskuläre Sache und nichts irgendwie mit Wirbeln oder so. Aber das sind auch so Sachen, weißt du? Also manchmal, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie so ein bisschen zu negativ rüberkommen, aber ich glaube, dass viele Ärzte auch einfach gar keinen Bock haben. Ja, also, das stimmt schon. Wie gesagt, ne, das ist jetzt eine ganz böse Verallgemeinerung, aber ich rede jetzt speziell von, ich sage es lieber nicht, ne, das gibt nur wieder Theater, aber ich glaube, viele Ärzte haben einfach keine Lust. Keine Lust auf eine vernünftige, oder da wird irgendeine Diagnose gestellt, die vielleicht grob in die Richtung geht, aber die nicht die Ursache oder ursächlich für irgendwelche Beschwerden sind. Ja. So, und dann, beste Beispiel sind immer, keine Ahnung, du gehst mit einem gebrochenen Arm zum Arzt und kriegst irgendwelche Halspastillen verschrieben. Ne, ist jetzt eine extrem übertriebene Darstellung, aber ich glaube, das symbolisiert so ein bisschen, was ich meine. So, es geht manchmal einfach komplett an der richtigen Diagnose vorbei, einfach nur, damit der Patient schnell fertig ist. Und irgendwie, da kann man noch mal beim anderen Facharzt drüber gucken oder hier gehen Sie mal, lassen Sie mal röntgen, lassen Sie mal dies und das. So, hinterher ist das aber alles umsonst. Habe ich jetzt auch bei meinem, ist auch gar nicht lange her, mein Zeh, rechter Zeh, habe ich schon seit Jahren Probleme mit, der große. Beim Surfen in Portugal war das, ja, ne? Habe ich mich, wie man das so kennt, dann irgendwann Richtung Wasser mit den Füßen im Sand abgedrückt, um auf das Board drauf zu springen, um rauszupaddeln. Und auf einmal, bums, rechter Zeh wieder. Ich direkt wieder runter vom Board. Ich sah, boah, Pause, ich kann gar nichts mehr. Ne? Übelster Wellengang. Kumpel von mir hat das gar nicht mitgekriegt. Dann, ich bin wieder zurück an den Strand. Habe mich dann erstmal dahingesetzt, ne, und schön diesen hier gemacht, das Bein festgehalten, weil das wirklich brutal wehgetan halt da am Zeh. Und das war für mich der ausschlaggebende Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir zu Hause sind, gehe ich zum Arzt. Ich gehe zum Arzt, habe alles gemacht. Ne? MRT, Röntgen, Abtasten, selber gegoogelt, war bei zwei verschiedenen Ärzten und beide so, ja, müssen Sie Einlagen anziehen. So, wie muss ich Einlagen? Ja, ich verschreibe Ihnen mal Einlagen. Ich sage, ich soll jetzt Einlagen anziehen. Aber ich fand das, was der eine Arzt gesagt hat, fand ich ja schon ziemlich niedlich. Ich hätte einen riesen C. Der Arzt hat zu Philipp gesagt, er hätte einfach einen überdurchschnittlich großen C. Ja, ich habe aber auch riesen Füße. Das stimmt, ne? Also ich habe Schuhgröße 46, Tendenz 47 und da sind halt lange Zehen vorprogrammiert. So, aber das ist auch sowas. Ne? Ich habe die Beschwerden noch heute und dann sagt der Arzt zu mir, der war so knapp 90 gefühlt, sagt er, ja, und hier ziehen Sie nicht diese komischen dünnen Laufschuhe an, die so nach oben und die man so knicken kann. Sie brauchen festes Schuhwerk. Ich sage, was heißt denn festes Schuhwerk? Soll ich jetzt immer in Stiefeln rumlaufen? Ja, irgendwas, wo der Zeh vorne nicht so geknickt wird. Ich sage, ja, gut, danke. Weißt du, klar. Ja, im Hochsommer. Erstmal schön da richtig fetten Stiefel an. Bist du halt immer im Wandermodus, ne? Aber das sind so Dinge. Also ich habe immer noch keine Diagnose, was es ist. Das tritt auch nur bei extremer Belastung auf. Ist jetzt nicht so, dass ich so zwischendurch einfach sage, aua. Ja, und wenn etwas bei extremer Belastung auftritt, dann gehe ich immer davon aus, es ist irgendwas im Gelenk, es ist vielleicht irgendwas am Knochen, es ist irgendwas an sonst was. Ne? Aber mal davon abgesehen, es gibt halt, ich habe einfach keine Diagnose. Ich habe alles gemacht, was man womöglich, alles, was man machen kann und sitze immer noch hier mit diesem Fuß ohne Diagnose und weiß nur, ich soll den Zeh nicht knicken. So,
Super. Das hätte ich dir auch sagen können. Klasse, danke. Ja, ja, ich knicke den Zeh natürlich trotzdem ohne Probleme. Aber ja, das sind so Dinge, ich glaube, jeder von uns hat schon mal negative Erfahrungen gemacht mit Medizinern oder Medizinerinnen. Und man darf das nicht verallgemeinern. Ich wollte gerade sagen, also wir haben jetzt natürlich so jetzt von ein paar negativen Erfahrungen berichtet. Es gibt natürlich auch genug positive, wo dann natürlich auch geholfen wird und wo man auch zufrieden ist. Auch das haben wir, denke ich, beide schon erlebt. Da möchte ich gerne an der Stelle mal das Krankenhaus in Troisdorf hervorheben. Ja. Troisdorf? Ja, wo ich 2021 meinen TÜV bekommen habe für die mindestens 2 Jahre. Das war die Nacht, wo ich hier den Sittich gemacht habe im alten Haus noch. Ne, wo ich hinterher 2 Tage im Krankenhaus gelegen habe, auch wegen nichts. Auf jeden Fall, das war à la Bonheur. Da gab es alles. Aber da darf man auch jetzt auch, was ich halt auch noch Negatives sagen will, was mir auch schon leider häufig aufgefallen ist, ist halt auch einfach diese Geldmacherei, die hinter solchen Sachen steckt. Ne? Und die Zweiklassengesellschaft, was unsere Versichertenstati angeht. Ja, und aber so weiter. Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, da gehen wir dann echt viel zu weit rein. Ja, was ich aber nur gerade sagen wollte, eigentlich ist klar, es gibt negative Erfahrungen, es gibt positive Erfahrungen. Es ist natürlich auch nicht so einfach. Die Gesundheit ist sehr komplex und jeder hat da auch mit Sicherheit einfach eine andere Herangehensweise. Was ich nur damit sagen will, ist, man sollte jetzt nicht irgendwie sagen, nö, ich gehe nicht zum Arzt, mache ich nicht. Die können eh nichts oder die wollen mir eh nur das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist auf jeden Fall der komplett falsche Weg, meiner Meinung nach. Aber was ich sage ist, man muss Dinge hinterfragen. Man muss zuhören. Man muss vielleicht auch selber sich mal ein bisschen erkundigen. Nicht blind einfach alles vertrauen, sondern Dinge hinterfragen. Verschiedene Meinungen einholen. Und ich finde, dann ist das, ist man damit gut das unterwegs. Ist so. Ja. Der Synapsensalat der Woche. So, der heutige Synapsensalat der Woche kommt von, ich hoffe, ich darf den Namen sagen, hier steht jetzt jedenfalls nichts von Doris. Sie schreibt, hallo Kathi, hallo Philipp. Hallo Doris. Mir ist letztens ein so unangenehmer Synapsensalat passiert. Ich bin schwanger und war beim Frauenarzt. Die Arzthelferin am Empfang hat dann noch den voraussichtlichen Geburtstermin ausgerechnet und sagte voller Freude, ach wie schön, das wird ein Skorpion. Ich freute mich darüber überhaupt nicht und antwortete, nein, bitte kein Skorpion, das ist das unsympathischste Sternzeichen, das es gibt. Die Arzthelferin lachte und meinte, ach, so schlimm sind die nicht, ich bin auch Skorpion. Ich merkte, dass ich gerade so richtig schön ins Fettnäpfchen getreten bin und in meiner Überforderung sagte ich, ja, sie sind aber auch echt nett dafür, dass sie ein Skorpion sind. Die Arzthelferin lachte nur und ich merkte, dass ich die Situation nicht mehr retten konnte und fing einfach an, über etwas anderes zu reden. Das war mir so unfassbar peinlich und der Gedanke, dass ich da jetzt alle paar Wochen hin muss, ist auch nicht so schön. Das ist ungefähr genauso, wie wenn du sagst, du bist ganz schön klug dafür, dass du blond bist. So ungefähr. Das ist ungefähr das gleiche Niveau. Stimmt. Sehr schön, Doris. Absolut tolles Teil. Ich, als ich die Nachricht gelesen habe, musste ich natürlich auch an so eine eigene Erfahrung denken, die ich mal gemacht habe. Also Leute, ich persönlich glaube jetzt nicht so an dieses Sternzeichen-Gedöns. Wenn jetzt wieder eine Tankstellengeschichte kommt, ne? Ich gehe. Ich habe dich extra intensiv angeguckt, weil ich glaube, wir beide wissen, worüber ich genau reden möchte. Aber ich kann es jetzt nicht so ganz genau erzählen. Ja, okay, du bist schon wieder komplett am Schlauch. Ist egal. Guck doch nicht so. Was habe ich denn mit dir Lass mit Sternzeichen doch mal, zu tun? Nee, egal. Also ich bin jetzt nicht jemand, der so irgendwie an Sternzeichen glaubt. Aber ich habe mich damit auch schon mal beschäftigt, weil ich es interessant finde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Skorpione, die sind alle scheiße oder sowas. Aber es gab mal eine Situation, wo ich mit Bekannten so ein bisschen darüber gesprochen habe und ich habe aus Spaß gefragt, was denn die Leute als Sternzeichen sind und dann habe ich immer was, das Schlechte, dieses Klischee zu den Sternzeichen so aufgeführt. Erinnerst du dich jetzt? An dem Grillabend. Ja, genau. Mhm. Und da gab es dann auch eine Situation, da habe ich dann über eine Person auch etwas gesagt zu diesem Sternzeichen. Und das, sagen wir mal so, es kam nicht gerade gut an. Ja, das war ein großes Fettnäpfchen. Ja. Weil,
Das hat dann die Person wohl doch ein bisschen zu ernst genommen, obwohl es wirklich von mir nur ein Spaß war. Deswegen, was ich nur damit sagen wollte, habe ich das sehr gefühlt, diese Geschichte. Und ich kann euch sagen, Leute, macht keine Witze über Sternzeichen. Man weiß nie so genau, ob die Person gegenüber da vielleicht anders über dieses Thema denkt. Was bist du nochmal für ein Sternzeichen? Mit dem Kopf durch die Wand wieder. Wieder. Sehr sympathisch, aber auch gut behörnt. Ja, okay, das lassen wir dann mal so stehen. Ich finde, Widder passt aber auch wirklich hervorragend zu dir. Ich würde auch sagen, wir rammen jetzt im Tempo eines wilden Widders die Wand ein zur nächsten Kategorie. Okay, gut. Gehirnschmalz. Werte Freunde der kulturellen Bildung, es ist wieder soweit. Heute kommen wir zu der Kategorie, die man nicht aufs Brot schmieren kann und wir sie deswegen auch nicht Butterschmalz genannt haben, sondern die Kategorie, die auch was mit Schmalz zu tun hat, aber sich im Oberstübchen abspielt und deswegen den unverwechselbar attraktiven Namen Gehirnschmalz trägt. Aber wichtig ist auch, dass man Gehirnschmalz sagt und nicht Gehirnschmalz. Das ist wichtig. Ja. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Gehirnschmalz starten, wollte ich etwas vorlesen, was uns kommentiert wurde. Unter dem letzten Podcast, und zwar von Pardolfin2804. Pardolfin. Weiß ich nicht, ist ja auch egal. Pardolfin. Du bist gemein. Sie hat, oder er hat, ich weiß es nicht, geschrieben, Idee für etwas Gehirnschmalz. Die Armen haben es, die Reichen brauchen es. Und wer es isst, stirbt daran. Oh, das habe ich schon mal gehört. Ich habe das auch schon mal gehört, aber ich habe diesen Satz jetzt mehrmals gelesen. Denkst du, ich komme darauf? Nee, ich komme jetzt auch nicht drauf. Ich wollte es nur einmal kurz einfließen lassen, ob du das jetzt auf Kommando vielleicht weißt. Nee. Die Armen haben es. Was haben Arme? Nichts. Es stirbt daran. Also nichts. Ich kenne die Lösung für die anderen, kann ich dir sagen. Einmal ist ein Handtuch. Hä? Ne? Es hängt an der Wand und gibt jedem die Hand. Es ist ein Handtuch. Ach so. Dann gibt es noch Luft. Gibt es? Ist auch noch eine Lösung für irgendwas? Also ich habe die Lösung noch im Kopf, aber jetzt bei dem Ding fällt es mir natürlich nicht ein. Ja, da können wir ja einfach eine Community... Das ist auch kein Gehirnschmalz. Naja, es ist ein Rätsel. Ich habe dir doch auch schon mal ein Rätsel für Gehirnschmalz aufgegeben. Aber da warst du ja auch sehr schlecht drin. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass du davon nichts jetzt weißt. Deswegen kann ich ja diese Frage mal an die Community weitergeben. Nicht googeln, Leute. Wenn ihr das wirklich wisst, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, was davon die Lösung ist. So, jetzt darfst du bitte beginnen mit dem eigentlichen Gehirnschmalz der Woche. Ich suche das kurz raus und ihr könnt in der Zeit nochmal alle zurückspulen und sich euch nochmal Katis Rätsel. Ja, ich kann es ja noch einmal sagen. Die Armen haben es, die Reichen brauchen es. Und wer es isst, also mit zwei S, stirbt daran. Was guckst du so? Die Armen haben es, die Reichen brauchen es und wer es isst, stirbt daran. Ja. Ja. Jetzt kann ich nicht an nichts anderes mehr erinnern. Das war jetzt nicht so gut, Kathi. Ja, ich würde es schon gern wissen jetzt. Ne? Das ärgert mich. So, pass auf. Pass auf. Kommen wir zu was Einfacherem. Ich habe ja im letzten Podcast thematisiert, dass wir schon viele, viele verschiedene Mundarten, deutscher, österreichischer, Schweizer und so weiter, thematisiert haben mit Wörterraten, aber noch keine niederländischen. Und natürlich haben sich Niederländer gemeldet und gesagt, ich habe hier ein paar Wörterchen für euch. Ja, ich haben die ganz bestimmt nicht gesagt. Haben sie nicht. Und heute ist es soweit. Kommen wir zu Lara. Lara hat nämlich eine E-Mail geschickt. Auch Lara, dickes Dankeschön an dich für die schöne Aufmachung der E-Mail bzw. der Dateien. Das heißt, ich kann die Lösungen nicht direkt lesen. Das Ganze gibt es auch noch mit Audio und Text und Word-Datei. Es ist ein Traum, wirklich. Wow. Vielen Dank. Also ja, richtig viel Arbeit dahinter gewesen. Ja, vielen da ist Dank. Wirklich Arbeit hinter. Und das freut mich sehr, weil das macht die Präsentation hier auch leichter. Und ich sehe auch nicht direkt Lösungen und sowas. Das ist immer ganz wichtig. Komm. Ich bin Niederländerin, halb deutsch, halb niederländisch und habe für euch ein paar lustige Wörter auf Niederländisch an bei zwei Dateien. Einmal die Wörter und einmal die Übersetzung. Ich schicke euch auch noch die passenden Audiodateien. Würde mich mega freuen, wenn ihr mal testet, ob ihr die korrekte Aussprache geil. hinbekommt. Ja, let's go. So. Also, das erste Wort. Appelflappen. Nein. Das erste Wort ist Piepschum. Also ich piep wie der Piep und dann S-C-H-U-I-M. Schuim.
Piepschuim. Piepschuim. Piepshow. Ist das sowas wie Sexshow? Keine Ahnung. Also, Piepsch, ich glaube, das I ist nicht, wird nicht gesprochen. Ich glaube, es ist nur Schum, Piepschum. Zeig oder mal, so, wie sie es ausspricht. Hat die das? Hi, ihr beiden. Ich hoffe, ihr kommt mit der Aussprache einigermaßen zurecht. Aber ich denke, das ist sehr schwierig für Deutsche. Ich fange mal an. Das erste Wort ist Piepschreim. Piep was? Piep, wat? Piepschreim. Das ist wie Scheveningen, was nicht Scheveningen heißt, sondern Schreveningen. Ja. Piepsch. Keine Ahnung. Ich weiß absolut nicht, was das sein könnte. Okay. Piepschreim ist. Ach du Scheiße. Styropor. Oh. Styropor. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Nee. Und auf das nächste kommst du auch nicht und ich auch nicht. Ich kann es nicht mal aussprechen, deswegen hören wir es uns einfach direkt an. Das zweite Wort ist Liefehirschbechisch. Liefehirschbechisch. Ja, ungefähr so. So höre ich mich an, wenn ich ein bisschen zu viel Wein getrunken ich habe. Ja, ist echt so. Liefehirschbechisch. Kann ich das mal lesen? Ja, zweites Wort. Also. Liefehirschbechisch. Oh Mann, das kommt mir aber bekannt vor, irgendwie ein bisschen. Ich bin komplett raus, ne? Alle Niederländer, die jetzt zuhören, so, haha, die sind so dumm. Das ist doch voll einfach. Nein, ist es nicht. Liebenswert Spezies. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie Liebeskugeln oder so. Ich denke jetzt ja nur an so versaute Sachen. Also ich löse mal auf, es sind Marienkäfer. Oh. Also, aber sie sehen aus wie kleine und Kugeln. Liebeskugeln, ja. Styropor und Marienkäfer. Nee, ist klar, Kathi. Ja, das ist knapp daneben ist auch vorbei. So, jetzt kommt was, was man wenigstens wieder ein bisschen aussprechen kann. Mierenneuker. Wahrscheinlich heißt das jetzt Mierenneuker. Ja. Oder sowas. Keine Ahnung, wir hören mal rein. Ah, das ist immer doof. Du kannst aber auch ruhig mal was raten, nicht nur ich. Ja, Moment. Das dritte Wort ist Mierenneuker. Ah ja. Das vierte Wort. Mierenneuker. Ja, ich habe null Ahnung. Ah, Mierenneuker. Boah. Also Mierenneuker bedeutet wortwörtlich übersetzt Ameisenficker. Was? Und im nicht wortwörtlichen Sinne Korinthenkacker. Oh. Ja, jetzt hätte ich sowas Versautes sagen können. Da wäre ich dann wenigstens nicht ganz so weit dran vorbei gewesen. Danke auch für das Lachsmiley hinter Ameisenficker. Schön. Oh, das ist süß. Viertes Wort ist Knuffeln. Knuffeln. Boah. Also ich hätte jetzt fast gesagt Kartoffeln oder sowas, aber nee, ich glaube nicht. Knuffeln. Hm, aber irgendwas Niedliches Knuffeln. Bestimmt. Oder? Vielleicht Knöpfchen oder sowas? Knopf? Knuffeln. Knuffeln. Oder ein Handknauf oder kann so? Kann auch sein, ja. Kannst so du mal die Knuffeln umrühren? Hä? Das wäre jetzt was ganz anderes. Ja, das wären Kartoffeln. Und, was ist es? Ah. Was denn? Es ist ein Verb. Ja. Also ein Tu-Wort. Ja, ich weiß, was ein Verb ist. Ja, deswegen überlege ich nochmal, knuffeln. Wenn es was Niedliches ist und es ist ein Verb. Streicheln? Ja, fast. Knuddeln? Ja, anderes Wort für knuddeln. Umarmen? Anderes Wort für knuddeln. Was gibt's denn für ein anderes Wort für knuddeln? Drücken. Was, und wenn man das macht, wie heißt dann das Gesamtkonstrukt? Hä? Kuscheln. Kuscheln? Ja. Knuffeln ist kuscheln. Oh, ja, das ist süß. Das muss ich mir mal merken. Oh dann sage ich jetzt immer, wenn wir in Holland sind, Schatzi, lass mal knuffeln. Das vierte Wort ist knüffeln. Knüffeln, ah, mit Ü. Das fünfte Wort ist hören. 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 Aber Huren aber, geschrieben, ne? Ja. Habe ich gerade schon gelesen. Also nicht die Lösung. Das weißt du aber. Hören? Ja. Huren? Ja. Wieso soll ich das wissen? Ich glaube, das weißt du. Hm. Nee, keine Ahnung. Das fünfte Wort, ja, doch, das weißt du, das steht immer auf den dicken Schildern. Ah, ist das irgendwie, es ist aber nicht Ausfahrt oder so, nee. Nein, auf den dicken Schildern, wenn du durch die Stadt fährst oder durch irgend so ein kleines Dorf, dann stehen da manchmal so weiße Schilder, wo Tehür draufsteht. Zu verkaufen? Ja, kaufen. Fast. Nee, mieten. Mieten? Zu vermieten. Also ah, ja, hören stimmt. Ist mieten. Da haben wir doch schon mal irgendwie uns drüber lustig gemacht. Aber hieß nicht auch irgendwie Ausgang oder sowas Lustiges auf Niederländisch? Ist das nicht Uit? U-I-T?
Ah ja, okay, das ist doch nicht so lustig, wie ich es im Kopf hatte. Okay. Okay, Nummer 6, Dotskist. Wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Sekünsche mal, wir gucken mal eben. Dutz? Das fünfte Wort ist Hören. Hatten wir gerade. Das sechste Wort ist Dotskist. Dotskist. Ja. Dotskist. Das hört sich an wie eine Kiste. Ich hätte auch gesagt, irgendwie Sarg oder so, eine Totenkiste. Stimmt, ein Sarg. Finde ich gut. Und im Norwegischen ist es nämlich auch död, für der Tod ist död. Ah, ja, dann geht das. Oh, es ist wirklich der Sarg. Wow, wir haben einen richtig. Ja. Ja, aber du warst mit Kuscheln, warst du auch knuffeln, ja, okay. Warst du auch dicht dran, ne? Das siebte Wort ist Kumkumme. Kumkumme? Ja, ich habe null Ahnung. Ja, komm mal her, sage ich. Boah, nee, das kann man nicht raten. Kann man nicht raten. Das ist Gurke. Hä? Ja. Gurke? Kurkum. Ach, Kurkuma. Nee, hä? Nee, nicht Kurkuma. Cucumber. Cucumber. Stimmt. Kurkuma. Ja, ich finde generell, Niederländisch ist auch voll die Mischung aus Deutsch und Englisch teilweise. Und auch irgendwas Niedliches anderes dabei. Lara hat aber auch die wildesten Wörter hier genommen. Ja, das sind aber wirklich wilde Nummer Wörter. Nummer 8. Ach, wir sind immer noch nicht nein, fertig. Nein, es sind insgesamt 9 Stück. Ja, okay. Nummer 8, Nuttig. 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 Wieder die gute alte Nuttig. Ich sag nussig. Sag ich auch. Ja? Ja. Und? Ich werde das auch nicht abspielen, weil ich glaube, ich habe es ausnahmsweise richtig ausgesprochen. Nüdig wahrscheinlich oder ja. So. Nummer 8 ist, fuck. Was ist es? Nützlich. Oh. Ah ja, wir denken, glaube ich, zu kompliziert. Ja, aber dicht dran. So, und dann haben wir noch, das kriegst du auch hin. Nummer 9 ist Paraplu oder Paraplü. Paraplu? Plü? Ja. Moment. Kommt, ich bin dran. Das achte Wort ist nüttig. Nüttig. Und das letzte Wort ist Paraplü. Paraplü. Paraplü? Ja. Keine Ahnung, wie soll ich denn darauf kommen? Paralysiert. Nee. Ist mir als erstes eingefallen. Oder Plusquamperfekt. Gilt nicht, weil ich kenne das Wort schon. Gib mir einen Tipp. Brauchst du bei Regen? Oh, das ist ein Regenschirm. Ja, ein Paraplü. Umbrella. Steht auch manchmal so auf so kleinen Schildchen, wenn man irgendwo im Supermarkt so. Aber so. Ich glaube, Regenschirm auf Französisch heißt auch irgendwie sowas in der Art. Umbrella? Nee, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ja, okay. Cool. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch einen Zungenbrecher. Ach, immer noch nicht fertig. Ein Satz. Okay. Ganzen, also einen niederländischen Zungenbrecher. Und ich habe den eben schon so im Gedanken ja, versucht dann so. Achtung, de Pöß pöbt auf de Pöß gepöts de Pöf. Das hat er auch gern mal versucht. Oh Gott, ey. De Pöß pöbt auf de Pöß gepöts de Pöf. Der Poet dichtet, oder was heißt das? Keine Ahnung. Komm, wir lassen Sie es mal aussprechen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es müsste jetzt die obere Audio sein. Und hier als letztes noch der Zungenbrecher. Und dann habt ihr es geschafft. Und zwar heißt er De Pus pupt op de Pas gepust de Puf. Oh, völlig falsch ausgesprochen. Ja, was heißt das jetzt? Der Papst furzt oder so? Die Katze kackt auf das gerade gewaschene Sitzkissen. Oh, wow. De Pus pupt op de Pas gepust de Puf. Hä, ich dachte, Katze heißt Puh oder was? Ich weiß es nicht. The Poo. Ja, verrückt. The Katze. The also Poo. Lara, vielen Dank für die niederländischen Wörter. Wir schönes haben Ding. Komplett versagt, würde ich das sagen. Das war auf jeden Fall. Aber das ist ja auch eine andere Sprache. Das stimmt. Das ist kein Dialekt. Das ist ja schon ja, wirklich... Aber trotzdem ist es ja dem Deutschen nicht unbedingt so weit weg. Also aber die Wörter weg. Schon. Die waren schon gemein, weil kannst du echt kaum herleiten, außer was zwei, drei. Was lernen wir daraus? Öfter an nach... Holland ja, und Wasser. Ich würde ja gerne mal wieder. Ja, müsste ich auch mal wieder. Wird Zeit. Okay, damit sind wir durch mit der wohl beliebtesten Kategorie in diesem Podcast. Und ist wenn so? Ihr auch Einsendungen an uns habt, dann knallt uns die gerne rein, egal für welche Kategorie. Ich denke, die sind auch hinlänglich bekannt. Gerne per E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ihr unten unter der Episode findet. Oder per
Instagram-Direktnachricht an den Synapsensalat-Podcast, der Instagram-Account. Muchas so gracias. Du hast die Wahl. So, die letzte Kategorie des heutigen Tages, und dann ist der Podcast doch schon wieder deutlich länger geworden, als ich dachte. Ich habe wieder eine Frage, beziehungsweise eine, ich werde dich gleich wieder vor die Wahl stellen, was bedeutet, es dauert wieder länger. Ich will dazu sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob du Kommentare gelesen hast unter dem letzten Videopodcast. Alle haben mir zugestimmt, dass du die Frage nicht richtig verstanden hast und ich sehr wohl. Ich lese die Kommentare immer unter den Podcasts. Ja. Immer. Und ich habe mich da sehr gut gefühlt. Ich melde auch regelmäßig Kommentare bei unter dem Podcast. Also, ja. Dann okay. Sag mal gucken, wie falsch du es jetzt wieder verstehst. Nö, das ist einfach heute. Okay. Heute ist wirklich mal nur Unterhaltung, ist nichts Tiefsinniges, weil wir hatten jetzt gerade schon Niederländisch, mein ganzer Mund will auch die ganze Zeit Ö und U sagen und das in lange Zuren. Aber, ja, jo, mach hin. Gut, so, du hast die Wahl, Katharina. 10 Kilometer zu Fuß auf der Autobahn zurücklegen oder 50 Kilometer lang bei einem Geisterfahrer auf der Autobahn mitfahren. Ja, dann laufe ich lieber 10 Kilometer auf der Autobahn. Oder nicht? Och, Milo. Wie der da wieder abgeschmiert ist. Milo wollte auf meinen Schoß springen und ist halb abge... Ja, ich laufe auch 10 Kilometer also auf die, der Autobahn. Aber die Frage wir reden von einer voll befahrenen Autobahn, ne? Ja, ja, aber ich denke mal, die Frage ist ich, eigentlich aber ganz... Ich habe das genommen, Geister, was sind genau Geisterfahrer? Wieder, ja, Leute, die entgegen die der Fahrtrichtung... Die entgegen, das heißt, dann ist ja ein Unfall vorprogrammiert. Das führt mich wieder zu meiner Lieblingsthematik, deutschem Straßenverkehr, wo ich mich allen Ernstes frage, wie es Menschen schaffen, auf eine Autobahn, auf eine Landstraße, im Stadtverkehr ist ja meist nicht ganz so dramatisch, aber auf viel befahrenen Schnellstraßen oder Autobahnen entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf diese aufzufahren. Ich werde das nie verstehen. Also ich muss jetzt dazu was sagen. Und zwar, ich kann es schon verstehen, weil mir ist das ein oder andere Mal, so zweimal oder so, ist mir das beinahe auch passiert. Und zwar passiert das dann, wenn die Beschilderung ein bisschen schwierig ist. Wenn da so mehrere, ich kann das jetzt gar nicht so... Wir sind in Deutschland, hier gibt es keine schwere Beschilderung. Doch, es gibt so ein paar Ecken, die sind schwierig beschildert, besonders wenn man Fahranfänger ist. Und da war ich noch Fahranfängerin und da war ich mir nicht so ganz sicher, in welche von diesen Einfahrten ich da jetzt rein muss, um auf die Autobahn zu kommen. Da waren so 3 oder so und ich meine, das Schild war auch komisch gedreht, dass man das nicht im ersten Moment sehen konnte. Und dann bin ich immer noch ganz schnell so um die Ecke. Also es ist mir nicht passiert, nein. Ja, ich rede ja auch nicht davon, dass sowas passiert. Weil du merkst ja dann, sofort, wenn man dann drauf fährt, merkt man es. Aber es gibt ja dann Leute, die werden nach 30 Kilometern auf der Autobahn, werden das die dann irgendwann von nicht. Der Polizei gestellt, ne? Oder sonst wieder von irgendwem von der Straße geschoben. Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Das check ich nicht. Ne, dass du mal versehentlich vielleicht irgendwie auf so eine falsche Auffahrt drauf fährst, ja gut. Aber dass es wirklich Menschen gibt, die jetzt nicht mal in böser Absicht, oder ich unterstelle mal nicht böse Absicht, sondern aus was für einem Grund auch immer, falsch rum auf eine Autobahn auffahren. Ja, also das ist schon. Ey, was würde ich dafür geben, mal mit so jemandem zu sprechen, ne? Ja, der ist ja wahrscheinlich nicht einfach mehr bei Sinnen. Also kann ja nicht anders sein. Hast du Bauschaum im Gehirn oder weiß ich nicht? Ja, häufig passiert das ja irgendwie, wenn ältere Leute, das sind ja häufig. Ja, solche, das ist mein zweites Lieblingsthema im deutschen Staat. Da wollen wir jetzt nicht wieder vielleicht nicht heute mehr so wieder, ganz. Ne? Eben, ist noch gar nicht, als ich nach Hause kam wieder. Oh, jetzt absoluter, wieder an. Absoluter Burner. Ich hinter so einem... Kosch, du bist heute eh zickig drauf. Ford Fiesta, schwarz. Landstraße, ja, einspurig. 100 erlaubt. 100 kann man da auch definitiv fahren. Was sind wir gefahren? Rat mal. 50. Richtig. Ja. Ich bin geistig, bin ich dem so hinten drauf gefahren. Ne? Ey, da willst du wirklich. Ich unterstelle ja, also
es gibt ja Ecken, wo dann Leute, die nicht mehr so sicher sind am Steuer oder so, einfach langsamer fahren. Ist ja alles besser so, als wenn ein Unfall passiert. Ne? Aber auf einer Geradeausstrecke, wo du wirklich 3 Kilometer weit gucken kannst, dann mit 50 da lang zu ballern und hinter uns, ich war das zweite Fahrzeug, hinter mir, die Schlange ging gefühlt bis Thessaloniki. Ja, okay. Also Philipp liebt es auch, ey, mir jeden Tag von seinen deutscher Straßenverkehr. Sachen im Verkehr dazu erzählen. Ja, also, für mich gibt es ja nichts Langweiligeres, dir, als sich über die Autofahrer aufzuregen. Kennst du diese Videos aus Indien und so, wie die da fahren? So mit diesen, wo dann so 80 Mopeds so kreuz und quer fahren, dann kommt zwischendurch noch ein Bus und so. Das findest du besser. Das funktioniert besser als hier bei uns. So, ist gut, dass wir beenden jetzt den Podcast hier. Philipp muss nämlich ins Bett, ganz offensichtlich. Ich muss wirklich gleich pennen. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß heute mit uns und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht den gut, schwenkt den Hut. Und vergesst auch nicht, uns eine Sendung zu schicken, ne? Ja, guten Zuhörern gibt man ein Ferrero-Tschüsschen. In diesem Sinne, muchas gracias fürs Zuhören. Und hasta la vista, baby. Mi amigos y amigas. Tschüss.